Hier drüben. Seid ihr denn für welche? Granaten und ein Granatenwerfer, das ist äußerst gut. Nee, 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 nicht RDI. Verlassen. Nicht RDI. Kronkorken, Söldnerfeldoutfit. Was für ein Zufall, da findet man die direkt hier auf einem Haufen. So, miteinander reparieren. Granatenwerfer, wir hatten noch einen anderen Granaten, der Söldnergranatenwerfer. Ach, der ist im perfekten Zustand. Ja, den Granatenwerfer behalten wir trotzdem, ich bin ja nicht blöd. Ach, was soll's. So, denn wie ich finde, sieht das verdammt cool aus. Vor allen Dingen später, wenn wir Scharfschütze sein werden, finde ich, passt die Kleidung. So lässig, stilvoll. Aber momentan brauchen wir einfach nur gute Verteidigungswerte, daher unsere gute, leichte Lederrüstung. So, was haben wir hier? Leere Flaschen. Ein nicht leerer Schreibtisch mit Munition. Ein nicht leerer Schreibtisch mit Kronkorken. Eine Zeitschrift. Okay. Sehr leicht verschlossen. Das wird meine Ehre verletzen, wenn wir das nicht schaffen. Sehr schön. Euer Ernst? Och. Übertreibt doch nicht so. Mülltonne ist... Oh, Erste-Hilfe-Kasten. Gegengift und Stimpack. Sehr schön. Eddie ist sehr grausam. Der ist leer. Die Mülltonne ist auch leer. Hydra. Sehr schön. Kriegen wir gut Geld für. Eine Nachladebank. Eine Mülltonne. Mit Vorkriegsgeld. Wie auch immer das in den Müll schmeißt. Munition. Sehr schön. Eine Zelltür. Zack. Sehr schön. Sunset Sisbrilla Sternkronkorken. Cool. Stange Zigaretten, können wir Geld für bekommen. Und ein toter Prospektor. Aufbereitetes Wasser, Einschussflinte. Eine Karte für die Karawane, für das Karawanenspiel, ein bisschen Munition. Kronkorken, schmutziges Wasser, eine Metallrüstung. Ja. Müssen wir mal kurz gucken. Waffen. Einschussflinte können wir reparieren. Dann brauchen wir mehr im RDI. Inventar öffnen. Dann kriegt er von uns mal Volt 3 Outfit, Metallrüstung, Volt 21. So. Alles klar. Sehr schön. Da seht ihr schon, die sind wirklich gut als Packesel zu gebrauchen, die Begleiter. Und wir haben hier auch noch einen Sunset Sisbrilla Sternkronkorken gefunden. Das sind zwei durchaus tolle Sachen. Ja, für die es sich durchaus gelohnt hat. Ich meine, Erfahrung gab es. Einen spannenden Boxkampf im Nachhinein. Why not? So, was haben wir hier für Gegner? Ich sehe nämlich keinen einzigen. Ghule. Kann ich so weit nicht schießen, oder was? Terminiert, würde ich mal sagen. Ja, von wo kommen die jetzt? So, sehr schön. Boah, Eddie, ey. Da seht ihr schon, Begleiter ersparen einem eine Menge Ärgernis. Hätte er vielleicht ganz gut gebrauchen können, als wir den guten Deputy befreit haben. Munition. Und dann auch noch für unser Kleinkalibergewehr. Sehr schön. Nachher kriegen wir noch die Jagdflinte. Das wird dann unsere ultimative Waffe sein mit der Panzerbüchse. Aber ich will euch nicht zu viel spoilern. So, wir haben hier irgendwo noch einen Gegner.
Ah, Eddie macht alles kaputt mit seiner Musik. Hier mein Schleichangriff. Boah. Den Arm weggeschossen. Da spritzt das Blut hier ohne Ende. So, also ich habe nochmal nachgeguckt. Und zwar ist die Legacy Edition von Fallout New Vegas eine Uncut Edition. Das erklärt, warum hier diese extreme Gewalt dargestellt wird. Ich hatte nämlich auf dem PC gar keine Gewaltendarstellung. Schön alles gecuttet, außer die Tiere, sonst konntest du nirgendwo Köpfe abschießen oder so. Ja, da haben wir hier bei Fallout New Vegas Kugelkaktus, okay. Da haben wir hier bei Fallout New Vegas jetzt, dank der Legacy Edition, eine Uncut-Version. Nicht mehr gepatcht oder sowas, das ist so. Ich hab nichts gemacht. Und einem bodenbackener Gegner. Ah! Ne, Skorpione kriegen aber VHTS, Leute. Vor denen habe ich zu viel Angst. Vier. Die macht hier ganz gut Schaden, die gute Pistole. Diese verbuggten Gegner hier, furchtbar. Ah, Leute, ich finde die Killcams so lustig manchmal. So, wir haben hier scheinbar noch irgendwo einen Skorpion. Wieder ein Stufenaufstieg. Die kommen ja auch ohne Ende hier. Okay, Sprache auf 45. Ihr merkt das schon, ich will erstmal ein bisschen die generellen Interaktionsmöglichkeiten. Ja, wobei wir können jetzt auch mal Schusswaffen auf 20 bringen. Ich denke mal, das ist auch nicht so unwichtig. Wissenschaft auf 50, das ist schon mal ganz gut. Ja, machen wir Medizin mal höher. So. Alles klar, hier haben wir eine Dynamitkiste. Where's New Canaan? Anyway. Okay. Über Sunsets. Boah, erschreck mich nicht. Über Sunsets des Barilla freue ich mich immer sehr. Wie gesagt, das ist quasi ein kleiner Ersatz für Stimpaks. Dadurch sparen wir Stimpaks ohne Ende. Stimmt wirklich. Und da haben wir hier in dem Gemischtwarenladen Nipton Road gute Chancen, ein paar abstauben zu können. Licht an. Und lasset die Suche beginnen. Mehl. Da war ein Sternkronkorken. Bürgermeister Stains Tagebuch. Notiz hinzugefügt. Na, wer hat hier eine Glückssträhne? Ist ja interessant. Gewehrschrank verschlossen, okay. Wahrscheinlich ein, wenn ich mal raten darf, ein Lasergewehr drin. Vorkriegsgeld. Und Kronkorken nehmen wir mit. So, was war's denn für eine Notiz? Wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann werden wir uns das später angucken, wenn es storymäßig besser passt. Ziemlich cool hier. Poseidon Energy. Ah, Fallout New Vegas, Leute. Ist alles ein bisschen bekloppt. Und guck ich mal an, wie weit Prim weg ist. Ich meine, da waren wir vorhin noch. Also wir haben im Nachhinein in diesem Video mal wieder sehr gute Fortschritte gemacht. Was mir ein bisschen missfällt, da ich dieses Projekt sehr, 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 sehr ja, hergehimmelt habe im Nachhinein. Ich habe mich extrem darauf gefreut. Und ja, dass ich das alles jetzt schon langsam dem Ende. Dass man jetzt langsam merkt, dass es doch so schnell wieder rumgeht. Spiel, was ist los? Ja, ist doch ziemlich blöde. Naja. Spiele sind ja leider nicht unendlich. Okay, hier haben wir eine Karawane. Hey. Hallo, brauchen Sie was? Klar, hier ist. Endlich mal jemand, der halbwegs viele Kronkorken hat. Da kann ich mir vielleicht meine gerade gefundenen Sachen verkaufen. Stange Zigaretten.
Vorkriegsgeld. Ja, ich muss mal kurz gucken, Leute. Das dauert jetzt ein bisschen. Rebound. So. Kleidung behalten wir. Waffen. Kann weg. Wir werden die eh noch oft genug finden. Also da müssen wir jetzt wirklich nicht großartig Rücksicht nehmen. So, Dynamit können wir auch komplett verkaufen. Hast du irgendwas? Jagdrevolver? Panzerbüchse. Och Mann, da hätte ich echt gerne sogar richtig viel Geld reingesteckt, wenn jetzt mal was Interessantes gehabt hätte. Ach, Arsenal der Waffenstieber, Jagdrevolver, was ist denn ein Jagdrevolver? Hast du sowas da? Nee, natürlich nicht. Jagdrevolver kenne ich gar nicht, ist ein Add-on-Gegenstand. Mini-Atombombe. Komisch. Was hast du in so einer Kleidung? Eine verstärkte Lederrüstung, Metallhelm, Söldner. Also nichts Interessantes. Waffen kennen wir. Ja. Tschüss. Geht das immer noch? Auch mit diesen? Brahim? Nein, den können wir nicht umschubsen. Schade. So, was haben wir hier? Eine Menge leerer Nuka-Cola-Flaschen. Sonst... Früchte und ein paar Samen, aber jetzt also nichts Interessantes. Okay, gehen wir weiter Richtung Mojave Outpost. Und ich muss sagen, ich bin richtig, richtig, richtig froh, dass wir RDI jetzt dabei haben. Er wird uns noch wirklich die ein oder andere Situation Dein Ernst, Eddie? Habe ich getroffen? Sehr schön. Ja, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht. Durch diesen Zielmodus hat das Spiel extrem viel Dynamisches. In Fallout 3, da war alles so durch diesen Zoom-Effekt. Ich weiß nicht, jetzt kann man hier wirklich sich hinknien, anlegen und dann wirklich mit diesem Zielmodus, das macht extrem viel her. Kann man schwer beschreiben, ist hier im Nachhinein nichts anderes als ein kleines Feature, aber ich finde, das macht das Spiel schon deutlich interessanter als Fallout 3. Meiner Meinung nach. Es ist, finde ich, ein richtig gutes Feature, das wir eingebaut haben. So, wir kämpfen uns hier mal die Straße hoch, immer noch humpelnd, weil unser Bein verkrüppelt ist. Und haben hier die beiden riesigen Figuren. Das eine ist ein RNK-Soldat und das andere ist ein Ranger. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Das ist mal wieder Zeit für einen Schnitt. Und wir kommen jetzt gut voran. Das Spiel stürzt nicht mehr ab. Da macht mir der ganze Spaß auch etwas mehr Spaß. Zeitlich haben wir jetzt schon, ja, 3 Stunden. Das ist viel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.